Stell dir vor, du kommst aus dem Urwald und du siehst das ganze Treiben der Menschen und du beobachtest es und du fragst dich vielleicht, um Gottes Willen, was läuft denn hier ab? Du fragst dich, was machen denn die Menschen jetzt eigentlich? Sie schwächen sich, sie haben Angst, sie sind verunsichert und es gibt eine Gruppe von Menschen, die Politiker, denen geben die Menschen die meiste Macht. Und diese Menschen, die eben die Macht bekommen, sagen den anderen Menschen, was sie alles nicht mehr tun dürfen, wo sie aufpassen müssen, jeden Tag neue Einschränkungen. Und gleichzeitig rutscht diese eine Gruppe, also die Politiker, sehr oft in den Tango Corrupti und spielt den bis in die Höchstform. Also was läuft hier ab? Das ist unglaublich. Und du würdest dich wohl fragen, wie kommen die da wieder raus? Ja, das fragen sich jetzt wohl mehr Menschen. Eines ist hundertprozentig sicher. Im Außen finden wir ab jetzt keine Sicherheit mehr. Sehr viele Menschen sind verunsichert. Unsere Maßnahmen, die wir täglich fast abgedatet bekommen, sagen uns, was wir alles nicht mehr dürfen. Eine bestimmte Menschengruppe, die eben nicht einverstanden ist mit dem, was jetzt die Politik vorgibt, die wird wie in einer Treibjagd vor sich hergejagt und unter Druck gesetzt. Ja, natürlich ist das alles nicht mehr. Darum ist es wie eine Schlechtwetterperiode. Das wird nicht ganz lange halten, denn alles, was unnatürlich ist, hält sich nicht. In der Natur ein ganz normales Phänomen. Auf Druck folgt immer Gegendruck. Und unnatürliche Dinge lösen sich ganz automatisch auf. Und jetzt die entscheidende Frage, wo finde ich ab jetzt Sicherheit? Und wo finde ich die Antwort für mich selber, was ich noch darf oder was ich nicht mehr darf? Und da habe ich einen wunderbaren Satz vom Tom Mögele gelesen, der passt meiner Ansicht nach punktgenau. Wir können alles tun, was wir selbst für uns zulassen und aus unserer Sicht selbst dürfen. Ja, für mich eine Punktlandung. Und darum geht's. Sicherheit, Antworten finden wir ab jetzt hier, an einem Ort, hier bei uns selber. Du für dich, ich für mich, jeder für sich. Und ich hoffe, wir erleben es noch, dass wir in eine Zeit kommen, wo die Menschen wieder Selbstverantwortung übernehmen und weniger im Außen schauen, was sie dürfen, sondern im Innen fragen, was für mich richtig ist. Das wäre das Wesen Mensch. In Entwicklung, miteinander, gemeinsam, unglaublich kräftig und stark. Und das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!